Folien von einer PowerPoint-Präsentation in eine andere kopieren, kann super gut funktionieren und es können alle möglichen komischen Effekte auftreten. Und ich will euch heute zeigen, welche Effekte das sind und wie ihr die ganz einfach in den Griff bekommt. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um das Kopieren von Folien aus einer PowerPoint-Präsentation in eine andere PowerPoint-Präsentation. Ich bin hier in der Präsentation, in die ich Folien hineinkopieren möchte und ich habe hier ein paar Folien vorbereitet und zwar drei Folien erstmal, die relativ ähnlich aussehen, die aber unterschiedlich gemacht sind. Die erste Folie ist so gemacht, dass ein Layout verwendet ist, nämlich das Layout 2 Inhalte. Dann sind hier Texte eingefügt und eine Grafik eingefügt und es ist alles im Standard belassen. Es sind keine harten Formatierungen drin, also es ist nichts markiert und dann zum Beispiel mit einer anderen Schriftgröße, Schriftart oder sonst was formatiert. In der zweiten Folie haben wir auch ein Layout, nämlich dasselbe Layout. Nur, dass in diesem Fall zum Beispiel hier ein anderes Aufzählungszeichen verwendet ist und eine andere Schriftfarbe verwendet ist. Und in der dritten Variante ist als Layout verwendet worden leer und das sehe ich immer noch relativ häufig in Präsentationen, eine leere Folie verwendet worden und in die leere Folie ist dann die Grafik rein kopiert worden, die ist dann in der Größe entsprechend angepasst worden. Hier ist der Text geschrieben worden, da ist dann irgendeine Schriftfarbe verwendet worden. Also da hat jemand alle möglichen Dinge noch weiter individuell angepasst. Und ich nehme jetzt mal die erste Folie, kopiere die in die Zwischenablage, wechsle in meinen neuen Foliensatz, drücke dort STRG V, füge sie ein. Und ich habe die richtige Schriftfarbe für die Folien. Ich habe die Standardaufzählungszeichen für diese Präsentation. Das sieht man auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Folie mit Titel und Inhalt aufnehme. Also das ist das Standardaufzählungszeichen hier, sodass also diese Folie wirklich 1:1 passt. Wenn ich jetzt zurückgehe in meine Ursprungsfoliensatz, ich nehme mal die zweite Folie. Hier ist auch ein Layout verwendet, aber jetzt eben hart formatiert. Ich kopiere das, wechsle in die neue Präsentation, füge dort ein. Und jetzt sieht es zwar schon relativ ähnlich aus, aber nicht so ganz, denn man sieht zum Beispiel, dass jetzt hier so eine blaue Schriftfarbe ist. Und es wundert mich jetzt, weil hier ist sie doch orange. Dann würde ich doch erwarten, dass sie dort auch orange ist. Aber wenn man sich die Schriftfarbe mal anschaut, dann sieht man, dass hier eine bestimmte Farbposition verwendet worden ist, die hier eben Gold oder aus meiner Sicht orange ist. Und wenn ich in die neue Präsentation gehe, dann wird die ersetzt durch die Farbe, die in der neuen Präsentation in diesem Foliendesign ausgewählt ist. Und was ich jetzt machen kann, weil diese Folie schon mit einem Layout versehen ist, das passt, kann ich hier die Schaltfläche zurücksetzen nehmen. Zurücksetzen heißt, ich werfe alle harten Formatierungen raus. Also alles, was durch Verschieben geändert worden ist, durch Markieren und Formatieren, durch Markieren und Formatieren. Also all diese Dinge werden entfernt in dem Moment, in dem ich auf Zurücksetzen klicke. Und ihr seht, jetzt sehen die beiden Folien schon identisch aus. Das heißt, wenn schon ein passendes Folienlayout gewählt ist, dann ist es relativ leicht, den Standard dieses Foliensatzes wieder zu erhalten. Jetzt schauen wir uns die dritte Variante an. Ich kopiere auch hier die Folie, füge die ein. Und wenn ich jetzt hier den Standard wieder haben will und dafür auf Zurücksetzen klicke, dann passiert gar nichts, weil das Layout ja das leere Layout ist und dafür passt die Einstellung hier. Und wenn ich das jetzt so haben möchte, wie es hier aussieht, dann ist es am besten, die Folie umzubauen, das heißt, die Sachen hier rauszukopieren und in das neue Design, das neue Layout zu kopieren. Und dazu habe ich ein Video gemacht. Sobald es online ist, findet ihr das auch in der Infokarte. Es gibt noch eine Besonderheit. Wenn ich eine Folie kopiere, die ein Layout hat, dann wird in dem neuen Foliensatz dasselbe Layout verwendet. Das heißt also, ich habe hier eine Folie kopiert, die hatte das Layout 2 Inhalte
Und damit wird auch hier das Layout 2 Inhalte verwendet, weil das schon da ist. Jetzt habe ich noch eine weitere Folie erstellt hier. Und die hat ein Layout, das ist hier das letzte, das nennt sich 3 Inhalte. Das sehe ich hier, weil das im Folienmaster drin ist. Den Folienmaster seht ihr übers Menü Ansicht Folienmaster und da seht ihr hier, die letzte Folie hat diese Dreieraufteilung und ich schließe den Master wieder und die hat eben die Bezeichnung 3 Inhalte. Und in meiner neuen Präsentation, wenn ich mal hier schaue beim Layout, dann gibt es hier diese 3 Inhalte nicht. Was passiert jetzt, wenn ich eine Folie mit einem Layout, das es in der Zielpräsentation nicht gibt, einfüge? Also ich kopiere das hier, Wechsel, füge hier ein und habe jetzt dieses Layout hier auch zur Verfügung. Das heißt, beim Kopieren einer Folie mit einem Layout, das es in der Zielpräsentation nicht gibt, wird dieses Layout in der Zielpräsentation mit angelegt und ist dann hier bei den Layouts auch für zukünftige Folien auswählbar. Das heißt, wenn ihr schon Präsentationen habt, in denen es coole Layouts gibt, dann ist eine Möglichkeit, ihr kopiert Folien mit diesen Layouts in die neue Präsentation. Ihr solltet dann aber das Zieldesign verwenden, so wie ich das jetzt immer gemacht habe. Also hier das Zieldesign, nicht die ursprüngliche Formatierung behalten, sonst wird der ganze Master hier mit rein kopiert. Da mache ich mal noch ein extra Video dazu. Also immer die Zielpräsentation, das Zieldesign verwenden. Dann wird auch das Layout mit hier hinein kopiert. Eine Sache ist immer wieder nervig und das sind die Fußzeilen. Ihr seht das hier, ich habe hier eine Fußzeile fit vor dem Rechner und diese Fußzeile kommt aus der Ursprungspräsentation. Und wenn ich jetzt in meiner Präsentation die Fußzeilen anpasse, ich gehe mal hier auf eine Folie, wähle das Menü Einfügen, Kopf und Fußzeile und wähle hier eine Fußzeile, also die passende Fußzeile. Und übernehme das für alle, dann seht ihr, der ist auch hier mit drauf, passende Fußzeile. Und wenn ihr jetzt aus einer anderen Präsentation eine Folie kopiert und die hier einfügt, dann seht ihr, jetzt ist, na, das war ursprünglich schon mit der passenden Fußzeile, jetzt habe ich die neue eingefügt und da steht jetzt fit vor dem Rechner wieder unten drunter. Das heißt also, ihr müsst am Ende, wenn ihr fertig seid mit dem Einfügen, immer noch mal eine Folie auswählen, auf der die passende Fußzeile ist, geht dann auf Einfügen, Kopf und Fußzeile. Hier sollte die schon ausgewählt sein und dann könnt ihr einfach nochmal für alle übernehmen wählen und damit ist die dann auch auf allen Folien entsprechend drauf. Achtung, Ausnahme vielleicht noch, ich habe hier eine Folie, die hat kein Layout. Ja. Und dort ist dann eben auch keine Fußzeile mit drauf. Ihr habt jetzt bestimmt alle möglichen Fragen. Vielleicht gibt es auch noch weitere Effekte, die ihr schon erlebt habt, die hier auftreten. Schreibt mir die doch gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die. Ich freue mich auch drauf. Vielleicht mache ich mal wieder ein Zuschauervideo dazu. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir den Daumen hoch. Empfehlt das Video, empfehlt vor allem auch den Kanal. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Euer Arno.